Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Forest in diesem gottverfickten Bugspiel. Zusammen mit Kollege Helsing, der mal wieder im Flugzeug gespawnt ist. Surprise, Motherfucker. Wer die letzte Folge gesehen hat, dürfte weniger überrascht sein, also dass wir uns dieses Urteil so gebildet haben. Allerdings wissen wir ja jetzt, was in der kommenden Nacht auf uns zukommt und sollten uns dementsprechend vorbereiten. Kollege Bunga Bunga kommt unaufhörlich mit seinen nackten hängetitten Frauen um die Ecke. Springt mal eben 10.000 Kilometer hoch und runter und will uns alle anal vergewaltigen. Ich fäll einen Baum. Ungefähr, so. Einhändig mit dem Feuerzeug. Wie sollte es auch sonst sein? Ich bin zwar nicht Bear Grylls, aber ich hab's schon mal seine Skills. Oh, netter Rhyme. Gar nicht so schlecht, ne? Ich sollte mich mal VBT anmelden. Ja. MC Edor ist in der House, ja. Ja, schon mal. So. Lauter Koffer. Mm. Ja, bitte beschäftige dich jetzt die ganze Zeit mit Koffern, damit wir in der Nacht wieder absolut gefickt sind. Bin dabei. Nein, ich komme jetzt. Ich bin fick auf die Koffer. Sollen wir überlegen, ob wir teilweise eine Wand hochziehen oder ob wir uns jetzt einfach nur auf Fallen spezialisieren? Ja, Wand hochziehen finde ich gar nicht so schlecht, sondern vielleicht so eine Eingangs... Also so dafür brauchen wir aber übelst viel Holz, ne? Was? Dafür brauchen wir übelst viel Holz, ne? Der viel, ja. Ja, dann sollten wir mal zusehen, dass wir es noch hinkriegen irgendwie. Oder wir bauen uns die Hütte fertig, die wir schon mal fertig hatten, was dann irgendwie weg war, weil... Ne? Hat die im Wasser? Genau. Das wäre auch eine Idee, aber die braucht 95 Holz. Ich glaube, da sind wir mit dem... wir werden mindestens so viel brauchen. Achso, du bist das, Alter. Alter, ich habe mich richtig hart erschrocken. Ich weiß. Was war der Plan? Baum fällt. Aber das gibt jetzt gerade übelst viele Ressourcen, ne? Also auch an Ästen, was jetzt hier gerade runterfällt. Ist der helle Wahnsinn. Nice. Ist der Helsing-Wahnsinn. Ach, hier steht schon wieder ein Bock. Weißt du, Bunga, Bunga. Typ hier. Aber du haust ihn doch direkt mit einem Schlag aus dem Leben. Da kommt noch einer hinten. Der rennt aber weg und holt seine Freundin, glaube ich. Kann das sein, dass über die Happy Trap einfach so drüber gefallen ist, diese Happy Birthday Trap? Kann das sein, dass das Teil einfach einen Scheiß bringt? Ja, klar. Ja, und wenn ich hingehe, dann löst sie sofort aus, oder was? Willst du mich eigentlich verarschen, Mann? Was machst du da? Betest du irgendwen an, oder was? Ich gucke auf meine scheiß Karte hier. Jetzt brauche ich hier eine Erhöhung. Vielleicht sollten wir mal unsere komischen Arme und Beine da wieder anzünden, damit die nicht so... Hier. Ich zünde eure Kollegen an. Bleibt weg. Sind das blaue Bären, die ich da gerade gefressen habe? Oh, scheint so, es geht ihm noch ganz gut. Okay. Oh. Dann bauen wir doch mal hier weiter. Tun wir einfach mal so, als würden wir hier nicht von sämtlichen kannibalistischen Mongolen penetriert. Okay. Achso, ich wollte noch Stöcke abliefern hier. Achso, du baust jetzt hier derb drumrum oder was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt was bringt, das Zeug. Wahrscheinlich laufen die dann auch einfach drüber. Ja, vielleicht, aber wir müssen ja so oder so ultra viel bauen, damit da überhaupt was zu ist oder so. Ja, ja. Ja. Brauchen wir noch ein Stück. Ob wir das halt schaffen, ist halt so ist ein bisschen fraglich, ne? Mit Stickholdern geht das. Ist es ein Stickholder vor und einer hinter der Hütte? Nee, es ist beides daneben. Was schlage ich jetzt eigentlich wieder mit der kleinen Guffelaxt zu? Baum fällt. Wenigstens sind die Bäume wieder alle da. Das ist doch schon mal etwas. Ja, das ist etwas, klar, aber...
Das, was uns heute Nacht erwartet, ist auch etwas. etwas scheiße. Man könnte meinen. Was ist das jetzt hier? Eine Basic Wall. Die brauchen nur 5. Aha. Okay, dann bauen wir doch die auch mal. Ja, worum bauen wir denn? Bauen wir um unser Basic-Lager oder um das andere? Um das Hochhaus auch. Ich würde sagen, so einen Rückzugsort halt irgendwie machen. Ach, kann ich jetzt nicht mal mehr 2 Hölzer tragen? Ach so, jetzt, natürlich. Mhm. Bitte, bugge nicht, spiel. Oh, geht nicht? Schade. Diese Basic Walls scheint mir teilweise sogar vertrauenserweckender zu sein als diese komischen Bleistifte. Kannst du mal aus dem Feuer rausgehen, Schildkröte? Ach, die stirbt nicht, oder was? Nee. Oh, Bock. Aber ist egal, die ist zumindest freundlich zu uns. Ich fäll jetzt mal hier die Bäume auf der Lichtung. Sieht fast gut aus. Ach, da ist schon wieder so ein Güffel. Wo? Da hinten bei der Happy Birthday Trap. Ist er gerade zumindest rumgejumpt. Ich hab ihn doch kriechen sehen. Naja. Ja? Willst du? Willst du eine? Was Scheiße! Attackieren die dich jetzt auch mal so zur Abwechslung oder sind die wieder nur hinter mir her? Nee. Die attackieren jetzt auch mal mich. Aber das ist mir relativ egal, weil. Oh, Kopf. Baum fällt. Der muss ein Holzgenick haben. Wenn ich drauf gehauen habe, hört es sich an wie bei Holz. Ja, das scheinen auch ziemliche Holzköpfe zu sein, ganz ehrlich. Definitiv. Erstmal Snickers. Mhm. Ja, machen wir weiter. Alter, was ist das denn jetzt hier für ein verpackt? Ach, das gibt es doch nicht. Ich hab das nein. Oh, ey. Ist nicht verpackt. Nein. ist ein Feature. Läuft alles. Dass er immer wieder mit dieser Scheißachs anfängt. Wenn ich einfach diese große nimmt, womit er den Baum eigentlich mit einem Schlag umhauen müsste. Die gute alte Baumarkt-Axt aus dem Turmbaumarkt. Das billige Equipment. Wir brauchen schon eine Markenaxt. Für 30.000 Euro. Wir kaufen die für 30 Euro. Ich erstmal ein bisschen Mucke nebenbei. Da arbeitet sich gleich direkt besser. Kann man hier auch wieder abstellen? Walkman ausgepackt. Aus so einem kleinen Baum kommen so 3-4 große Stämme und die rollen Kopf lang. Hallo Kopf. Kann man da auch in das Türending nachher eine Tür einsetzen oder ist automatisch eine Tür drin in die Türenwand? Kann man nur ausprobieren, ne? Warte. Achso, das. Einfach mal tryen. Man muss übrigens sagen, Edo hat eben mal schön die Patchnotes gelesen, wo drin stand, es wurde gepatcht, dass weniger Patrouillen rumlaufen. Was man merkt. Ja, das stimmt. Das haben wir in der letzten Folge echt gemerkt. Ja. Aber die fing echt gut an, muss ich sagen. Also die hat echt Laune gemacht. Aber nachher war das ein bisschen seltsam. Jetzt schlägt er, achso, er hat keine Ausdauer mehr. Jetzt checke ich auch, wie das ist, warum er nicht mehr zuschlägt. Einfach weil er keine Ausdauer mehr hat. Das ist richtig. Ja, man muss mir das Spiel auch mal erklären, ne? Ich bin scheinbar echt zu doof dafür, das alleine zu raffen. Ich habe das auch später erst gemerkt, aber. Ja, auch Wurst, weil wir kommen ja gar nicht dazu, weil wir vorher von verbackter Scheiße überfallen werden. Stimmt. So, ein paar gezielte Schläge jetzt hier. Nein, die Möwe! Sie kam, sah und starb. Willst du wieder Freunde?
Der König der Möwen. Der König immer umringt der von seinen kleineren Racken. Bringt sein Volk Rackern. Um. Schlage ich jetzt auf einmal langsam. Schon Bock. Manchmal ist es ein bisschen seltsam, so einen Baum an so einer Böschung zu fällen oder sowas, ne? Oder an so einem Berg. Baum fällt. Ey, cool. Guck mal, der rollt, der rollt, der rollt, der rollt. Guck dir das an. Fuck it. Kann ich ihn hochklettern? What the fuck? Nice! Purer Realismus hier. Ey, cool, da ist echt eine Tür drin. Boah, geil. Kann ich ja durchgehen? Nice. So. Okay, leider nur einer hier. Den ich von dir geklaut hab. Was? Wieder ein Baum fallen. Baum. Wieder die scheiß kleine Guffelachs. Kann man die nicht einfach wegschmeißen? Soweit ich weiß, ist die vom Schaden Nein! Her übrigens. Oh nee. Was? Oh Gott. Ach, wieder so ein Viecher, komischer oder? Krebstyp da. Ja. Oh, ich bin durch meine eigene Trap gelaufen hier. Stell die mal schnell auf. Ohne Scheiß, die fallen. Die stehen immer da, wo die scheiß Idioten herkommen. Und es wird auch nicht einer ausgelöst. Da ist irgendwo einer bei dir, ne? Nice. Muss ich wohl erstmal meinen Baumstamm holen. Ich hol mir erstmal was zu essen, ja. Was ist denn? Waschbär! Ah. Ich finde auch keine Federn mehr, verdammte Axt. Wir können jetzt hier einfach Bären essen. Ich weiß nicht mal, welche Bären das sind. Ich glaube, die. Es gibt unzählige Bären hier, aber ich glaube, die einzigen, die wirklich was bringen. Kommt bei dir die Schildkröte hier auch aus dem Boden? Sowas hatte ich heute doch schon mal. Wo denn? Oh. Ja, die kommen einfach mal so aus dem Boden geklettert. Oh nice. Die ist gefühlt 3 Kilometer hochgeflogen. Bock. Ja, das hatte ich auch, als meine rauskam. Und ich drauf geboxt, da ist es mal so 10.000 Kilometer hochgeflogen. Ja. Ja, Mann. Voll geil. So, ich glaube, jetzt baue ich mal die Hütte. Also die Bären, die ich gerade gegessen habe, haben mir ordentlich Ausdauer gegeben. Aha. Und da waren gar keine Bären an dem Strauch dran. Ich glaube, ich habe einfach nur die Blätter gefressen. Oder die Dornen. Survival Training, nur Dornen essen. Das ist geil. Man nistet sich hier ein, so. Erst sind nur die Möwen da, die einem die Exkremente vom Brot fressen. Und jetzt kommen noch die Waschbären dazu. Also das ganze Gesindel, was man nicht haben möchte. Und Schildkröten, die einfach aus dem Boden auftauchen. Die darf man nicht vergessen. Teenage Mutant Bottom Turtles. Genau. Und... Perfekt. Aber die sind auch recht unerschrocken, die Waschbären, ne? Die können ja nichts. Nö. Ach, jetzt braucht das Haus 100. Natürlich. Nicht mehr 95? Achso, wahrscheinlich wegen der Höhe oder so. Ja, irgendwie so eine Scheiße. Ja, würde ich mal sagen, Zeit Bäume zu fällen. Ja, ist ja nicht so, dass wir es die ganze Zeit schon machen. Nee. Aber okay, das Spiel hat eigentlich sehr, sehr viel Potenzial. Da oben ist eine Schildkrötenwanderung, da sind so 3 in einer Reihe. Nein, nicht da. Fuck you, Baum. Ich glaube, in der Nacht sind wir richtig hart gekneckert. Wir müssen echt zusehen, dass wir noch fertig werden mit irgendwas. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass wir mit dem Haus fertig werden. Das sehe ich genauso. Hilft immer so ein bisschen bei der Wand. Ich weiß jetzt echt nicht, was es für einen Unterschied macht, ob da Spikes drauf sind oder nicht. Bei der anderen Wand hast du halt Fenster. Ich weiß nicht, ist die breiter? Nein, Guffel! What the fuck? Direkt vorm Lager, hinter dir.
Halt die Fresse! Noch ein Kuffel. Ich brauche Hilfe. Aua. Ja, der geht wieder nur auf mich. Wo ist Kuffelfrau? Pfeift mir gerade noch ein Wie ist meine modifizierte Axt irgendwie auch weg? Ja, bei mir sieht's nur so aus. Bei mir sind die Mods noch drauf und ich merke das auch. Okay. Ja. Ja, was macht die denn so beknackt? Die geht wieder nur auf mich. Ne, jetzt nicht. Ah, hab ich meinen Skalp abgeschlagen? Oh, bitch. Ey, die haben das ausgelöst, oder? Die haben die Falle ausgelöst. Haben sie das? Wieso leben sie noch? Das sei denn, du hast die eben ausgelöst. Keine Ahnung, kann auch sein, dass ich durchgelaufen bin. Hab ich jetzt mein Holz verloren hier? Oh. Oh, gut. Ich glaube nicht, dass ich hier drüber komme über dieses Ding. Naja. Ach so, scheiße, ich wollte ja hier was essen und so ein neues Ding errichten da. Neuen Storage was, für die Steine. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Wall und Wall with Window? Kostet ja bald gleich viel, oder nicht? Ja, das eine hat ein Fenster. Oh, nice. Du Waschbär. So, auch Steine schön sammeln, ne? Nicht vergessen. Wofür? Oh, keine Ahnung. Nice. Kann man immer gut gebrauchen. Kann man den ja zum Glück auch nicht gegen den Kopf werfen, so einen Riesenstein. Man kann ja nur die kleinen Pisssteine in die Hand nehmen. Und die werfen. Was nichts bringt. Was nichts bringen. Ist ja nicht so, dass da hinten schon wieder einer rumrennt und ich dem einfach meinen 5-Kilo-Stein gegen den Kopf schmeißen könnte. Ganz klar. Und wieder. Ja, ist ja nicht helllichter Tag. Nicht, dass sie sich einfach mal auf die Nacht beschränken könnten. Nö. Auch keinen Bock drauf. Nein, wir patchen mal weniger Patrouillen, dafür mehr Gegner. Wie wäre das denn? Best Patch EU, ey. Ja. Der hat die Bock drauf, ey. Jetzt so weniger Patrouillen, mehr Gegner. Es ist langweilig geworden, das Spiel. Also echt. Der Baum war jetzt ungefähr 3 Kilometer hoch. Explodiert. Es kommt 2 Holz raus. Wow, wow, guck hoch, guck in die Luft. Au, what the fuck? Hast du das gesehen? Nein. Ich bin 10.000 Kilometer in die Luft geflogen. Was? Und bin runtergefallen und bin fast tot. Alter. Keine Bugs? Nein, Alter, was ist jetzt los, habe ich gedacht. Holy moly. Aber wir sind schon ganz gut durchgekommen, ne? Wir müssen ja nur noch schließen. Nein, nicht weiterlaufen, wenn ich das Buch aufmache. Also baue ich mal über den Tennisball hinweg. Und ich gehe das auch bugfrei. Das ist ja schon ganz geil, wenn wir uns dann hier so eingekesselt haben im Prinzip. Mit nur einer Tür. Wo hoffentlich auch keiner... Was zur Hölle ist denn da explodiert? Das war ich. Fatschwut. Warum haben wir das eigentlich die ganze Zeit noch nicht gemacht? Keine Ahnung, du hast gemeint, das bringt nichts. Achso. So, haben wir das schon fast alles? Auch noch mal ein bisschen Wort um. Wort. Ich finde das auch geil. Das ist scheißegal, wie dick der Baum ist. Das kann so ein 500 Jahre alter Baum sein. Er fällt. Es kommen 2 Holzstämme raus. Und ist so ein Magerquarkbaum. Wir müssen zusehen, dass wir noch weiter fertig werden hier, ey. Es wird langsam echt dunkel. Hier sind noch 3. Okay. Also hast du jetzt hinten bis zum Wasser. Ja. Machen wir schon mal eine Seite einigermaßen zu. Ich würde sagen, dann bauen wir... Achso, wir bauen hier einfach gegen den Steg. Ja genau, das hatte ich ja vor. Ah, nice. Denk damit.
Jetzt ist die Frage, ob man hier eine kleine Lücke lassen kann. Ich probier's einfach mal aus. Da sollte ja eigentlich nichts durchpassen dann. Nice, die Bären geben echt übelst Ausdauer. Ach so, aber man verliert Leben. Bock. Echt? Ja. Ach so, ja, ich lebe nicht so gern. Oh, 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 was? What the fuck? Was macht er denn hier bitte? Vor allem, wo kommt er her? Und warum schreit er wie so ein Papagei? Wo ist er denn hin? Alter! Wo ist er hin? Was macht er denn? Alter! Du, für ein scheiß Pinguin, ey! Ja, genau, tritt ihm aus dem Leben. So ist richtig. Die greifen wieder noch mich an. Da kommt noch einer. Alter. Wo denn? Bei mir? Bei dir? Bei mir hier, aber der rennt gerade wieder weg. Jetzt kommt er langsam wieder. Komm, verzieh dich, frisst Leuchtfackel. Gehst du jetzt an ihm vorbei? Was machst du da? Du läufst direkt in ihn rein. Ich hole Holz. Der steht neben dir. Ja, ist mir egal, ich hab Holz. Und unterwegs esse ich Bären, die kacke sind. Bin ich im Lager? Ja, fast, aber ich habe gerade Angst, ich sehe gar nichts mehr. Ja, ich auch nicht. Los gegen die Wand. Au, au! Au, was ist das? Rennst du? Ach, der Typ ist in die Falle gelaufen. Echt? Der hängt in der Falle. Ich sehe nichts. Der hängt da. Ja, okay, aber bei mir ist hier so ein Totenkopf. Ach, da habe ich gehauen aus der Falle. Der hängt da drin und strampelt so und schlägt um sich. Egal, dann gib ihm mal die Kelle. Jetzt hab ich ihn getötet, nicht. Jetzt hängt er dann als Leiche drin. Ja, lasst euch das eine Lehre sein. Nein, da kommt dann der nächste große Uga-Uga-Box. Alter, ich sehe hier nichts. Mach mal Feuer an hier, bitte. Mach mal scheiß Feuer an hier. Mach mal dieses scheiß Lagerfeuer an hier. Verfickte Kacke. Warte, Lagerfeuer an, verdammt Axt. Da ist schon wieder einer. Wir sind im Lager, im Lager. Ja, ich sehe ihn. Hier. Mongo. Alter, geh doch mal auf mich. Wo bist du denn? Hinter dir, hinter der Hütte. Dem hau ich die Fresse blank. Hast du da nicht Holz mitgebracht, damit wir dazu machen können? Wo ist denn das Holz, was du mitgebracht hast? Ja, ich hab das schon verbaut. Alter! Ich bin tot. Ich lieg da. Ich retz dich. Und ich hau ihm die Fresse blank. Warum gehen die denn nur auf mich? Hast du? Jetzt ging aber auch auf mich. Scheiße. Ich krieg voll aufs Fressbrett. Ich bin tot. Hilfe. Wie kann ich dich retten? Ja. Hab ich. So. Da kommt eine ganze Patrouille an, Alter. Ach, komm, ey. Lass mal weggehen. Komm, wir schwimmen hier rüber auf die Insel. Hoffen wir nicht. Das schaffen wir, komm. Alter, denk an die Haie. Ist egal. Ja, was willst du sonst machen? Willst du da hin an der krepieren, weil da 10.000 Bunga-Typen um die Ecke kommen? Wo bist du? Ja, neben dir. Wo ist denn neben mir? Ach da. Ja, wir schwimmen jetzt hier rüber auf die andere Inselseite. Komm. Alter, die sehen uns nicht. Die Patrouille geht doch schon weiter. Ja, und da kommt noch die nächste. Da sind schon allein zwei Patrouillen vor unserem Lager. Solange wir die scheiß Wand nicht aufhaben, ciao, ich bin raus, Alter. Ich überstehe die Nacht da hinten auf dieser scheiß Insel. Ist mir egal, ob da jetzt hier ein Hai ankommt oder nicht. Dem stecke ich meinen Käsefuß ins Gesicht. Außerdem habe ich noch ein paar Käsefüße in Reserve, falls er mir ein Bein abbeißt. Ich glaube nicht, dass die Karte... Your coating wet, bitte fire to get dry. Ja, das machen wir da hinten auf unserer Insel, Mann. Alter, du stirbst. Ich sterbe nicht, was ist denn los? Warum sollte ich sterben? Erklär mal. Weil du jetzt erfrieren wirst. Alter, komm zurück! Warum? Mach deinen Scheiß da alleine, ich geh wieder zur Insel. Mal ohne Scheiß, ich sehe von hier hinten zwei andere Patrouillen auf das Lager zu kommen. Ich sterbe nicht, ich bin jetzt sofort bei dieser scheiß Insel. Ich esse einen Snickers. Das schaffe ich. Ich esse jetzt auch einen Snickers.
Das bringt mich auch dazu, mal wieder kurz in die Luft zu fliegen. Ja, das habe ich auch gemerkt. Wie du da hinten rumpimmelst, Ja, und was machst du? Du schwimmst da hinten im Wasser rum. Meinst du, das ist ein bisschen besser? Guck mal, ja. wie viele Taschenlampen siehst du da? Eins, zwei, drei. Ich glaube, die haben dich nämlich schon gesehen, weil die laufen nämlich alle wie so gestochene Zigeuner am Trödelmarkttag auf und ab hier. Die geben alle richtig Kit. Da kommt eine Patrouille total auf dich zugewetzt. Er rastet vollkommen aus. Ja, wo bist du? Bist Geht du am flau Strand rum. oder was? Nee. Bist du jetzt da drüben schon? Nö, ich komme jetzt langsam wieder zurück. Glaube, ich entferne mich noch ein bisschen weiter. Ach, es regnet. Oh, hoffe, wir werden nicht nass. Ist doch scheißegal, wir sind im verfickten Wasser. Ja, Mann. Wirf mal einen Molotow, damit uns warm wird. Die sollen sich mal verpissen, ey. Ach, da hinten ist auch eine Patrouille, oder was? Ja, sicher, das sind nicht die einzigen beiden, du. Da waren Mann, ich eben noch meine zwei da hinten beim andere. Stein. Ja, genau, die liefen da unten am Strand gerade lang, da unten. Die sind da irgendwo wieder hochgesprungen. Rechts. Ach, hier, jetzt teleportiert sich das Licht nach oben. Bock. Boah, wenn das Spiel verbuggt wäre. Alter, guck mal in meine Richtung. Da sind keine Haie, komm, wir schwimmen mal von der anderen Richtung. Oh, du schwebst gerade bei mir. Hast du gerade gegessen? Ja. Wo hast du Snickers reingepfiffen, du? Wie geil, da sind keine Haie. Alter, die Keine kommen Panik. näher. Wir schwimmen Die jetzt linke einfach. Patrouille besteht nur aus zwei Fotzenköpfen. Ja, und wir schwimmen jetzt links an den Strand, aber hinter die Patrouille quasi. Ja. Ist ja nicht so, Alter, dass ich wie. umdrehen könnte, aber ist ja egal. Und da in unserem Lager steht auch noch so ein Knecht, siehst du? Der steht bei dem, der da tot in der Falle hängt. Ich habe die Falle wieder repariert. Ich bin. Nein. Nein. Achso. Nein, ich bin so tot. Oder? Nein, die sind zu dumm. Schwimm zurück. Mit Shift schwimmst du übrigens schneller. Ja, aber das verbraucht doch Ausdauer. Das ist richtig. Was steht denn da jetzt im Wasser rum? Immer noch? Ja, Immer noch. sicher. Ja, lass einfach hier hinten an den Strand und dann ist gut. Ja, ist egal, ich hab Akku von dem Fotzenkopf. Soll ich taunten? Ja, denk mal bitte. Alles klar. Ist ja, läuft jetzt hier auch weiter am Strand entlang, oder? Ja, dann verprügeln Guck wir dahin, den. wie von der Tarantel gestochen. Ja, den verprügeln wir. Geh jetzt hin und hau dem die Fresse blank. Ach, komm. Ja, ist nicht so, dass die nächsten und die Haie links noch nehmen dir 3, 5, 6, 7.000 Stück. Ach, komm schon. Scheiße, wir sind hier ziemlich eingekesselt, ey. Ich muss mal gerade was essen, ey. Eine Runde in die Luft fliegen. Zack. Ah, die haben die Akku verloren. Schwimm zurück. Schwimm nach hinten. Wo Ein bisschen. was? Die haben die Akku Wären wir auf verloren. diese scheiß Insel geschwommen, wir wären schon lange da, hätten ein Feuer gemacht und hätten ein gutes Leben. Ach Aber komm, wir nein. schwimmen jetzt auf die Kackinsel, ey. Ja, Boah. jetzt, wo schon Ja, die. ist doch gut. Ach. Ich wette, da hinten ist nix. Außer der Tod. Ach so. Freunde der Nacht, wir kommen auch schon wieder an ein Ende. In der nächsten Folge werdet ihr sehen, ob wir es auf die Insel geschafft haben oder nicht. Waterparty. Waterparty mit Planschbecken Helsing und Möwenedor. Also macht's gut.